Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja. Tara, wir sind's nur. Ja, verarscht. Ja. So. Was wollten wir denn machen? Ach, ja. Ja. Wir haben ja jetzt den Kompass aus unserer kleinen Höhle. Kann man es Höhle nennen? Ein kleiner Kaugummi, lecker. Kann man es Höhle nennen? Man kann es eher Hölle nennen. Oh, ja, wir haben einen Kompass besorgt und gebaut und gecraftet. Was machst du denn da unten? Ich gehe einfach nur mal ein bisschen Kohle hier rausholen. Das können wir doch auf dem Weg machen. Und die Treppen machst du alle kaputt. Du machst alles nur kaputt. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Minecraft. Minecraft klingt so komisch. Ja, klingt scheiße. Mit LPY. Ja, und Charlie Ranger. Ja, vielen Dank. Bitteschön. So viel der Ehre. Habe die Ehre. So. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Die eine Kohle können wir da lassen. Dann. Genau, wir machen es auf die Redstone. Reise und da kann man Kohletabletten gut gebrauchen, falls man einen Durchfall kriegt. Ja. Wir wollen nämlich eine Katze adoptieren. Genau. Hast du denn den Fisch mit? Nee, den nehme ich jetzt gleich sofort in die Tasche. So, dann nehme ich mal den Fisch mit. Dann, die Knochen, die sind hier drin. Die nehme ich auch mal mit. Dann brauchen wir noch ein bisschen Brot, da haben wir es. Dann tue ich noch mal Pflasterstein hier rein in die Kiste. Sie hören LPYs Reisevorbereitungen. Ja. Erde kann man den 64er-Stack mitnehmen und die 15 hier lassen. Eichenholztreppen kann man hier lassen. Knochen würde ich mitnehmen, falls wir einen Hund treffen sollten. Die habe ich doch dabei. Boah, ey. So. Dann haben wir genug Holz? Ja, Holz kann man ja. Holz kann man ja. Ein zweites Schwert brauchen wir. Mache ich sofort. Ich gehe hier mal eben. Weiß schon. Genau, wir haben ja hier auch neuen Weizen. Genau. Und dieser neue Weizen, der, ja, der kann mich einfach mehr reizen. Den finde ich schöner. Ja, das sieht es sich doch an. Der sieht noch fluffiger aus und irgendwie, da möchte man direkt zugreifen. Nein. Mit seiner kleinen Patschehand. So. Ja, das war's. 13-Jähriger hat mal kleine Patschehände. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Ah, nee, das waren die kleineren Kinder. Ja, genau. Da hat man überall, da hinterlässt man überall Fingerabdrücke an den Fensterscheiben, am Monitor. Ey. So, ich spreche ja nicht von dir, ich spreche von ja, aber du meinst kleineren mich. Kindern als 12. Nein, ich kenne dich doch erst seit vorgestern. Also, ja. Wie gesagt, wir nehmen jetzt den Weizen nochmal mit und der LPY ist ja ein sehr guter Bäcker. Ja, er hat ja eine Bäckerlehre hinter sich. Erfolgreich abgebrochen. Und er backt hervorragende Brote. Gestern buk er mir ein Leibbrot und einen Hefezopf. So geht's so schnell. Nein, egal. Also das Brot brauchen wir, um uns unterwegs zu kräftigen. Ja. Um uns daran zu jetzt laben. Jetzt muss ich noch anpflanzen, oh je. Genau, ist ja jetzt nicht so ein Riesenfeld. Ich finde, das geht. Ist aber schon sehr groß, ne? Ja. Früher, als man noch schleichen musste dabei, das hat lange gedauert. Mach jetzt doch 1, 2, 3, plöpp. Nee, das hatten wir ja schon mal. Das muss ja nicht nochmal sein. Fail? Nein, Spaß. Das hasse ich ja. Ey, du hast voll gefailt gestern. Ach so, ja, das sind ja diese ganzen. Ja, soll ich das? Kann man das Internet-Ausdrücke nennen? Oder so Teenie-Internet-Jargon? So YouTube-Sprache? So, ja, darüber lässt er noch andere. So wie, hey, mach das doch mal anders. Du bist voll LB.
Ne, da passiert ja gar nichts. Und GW, du hast erfolgreich den Weizen gepflanzt. Ja. Den genau. Samen gepflanzt, den Weizen geerntet. So, fertig. Können wir dann noch in die Kiste tun? Boah, ich bin jetzt aber voll übersteuert. Ja, aber ich sowas von. Ich hab voll den Tinnitus dann gekriegt. Dann können wir jetzt ein Schwert machen gehen. Also, falls jetzt irgendwas zwischendurch mal schmatzt, irgendwie kann ich heute meinen Kaugummi nicht unter Kontrolle halten. Man möge es mir bitte verzeihen. Ich verzeih's dir auf jeden Fall. So, ein zweites Schwert haben wir dann auch. Und das Steinschwert, das können wir eigentlich hier lassen. Und machen uns noch eins aus Eisen. Ja, irgendwann machen wir uns einen Lava-Abfalleimer. Genau. Den kann man dann mit einer wunderschönen... Also, das ist jetzt so ein Vorschlag. Was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn man den mit einer Falltür... Ach nee, die verbrennt ja dann. Ja, genau. Weiß man alles. Die muss man alles ausprobieren, so während des Spiels. Wir sind ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie testen. Wir nehmen das ja nicht so ernst alles. Genau. Den Kompass haben wir da... Mann. Wir nehmen das alles nicht so ernst, das ist alles Spaß. Deswegen haben wir die ganzen Möbel schon verkauft und warten auf die ersten Einnahmen von YouTube. Sitzen quasi nur am Schreibtisch. Und warten, dass uns Klicks entgegenkommen. So, dann können wir uns einmal Brot hier nochmal reinschmeißen. Ich habe eine Spinne gehört, ich weiß auch nicht von wo. Ja, hast du denn die Monster an? Das müsst du mal einmal checken, einmal bevor gleich alle sagen, wir spielen im Loser-Modus. Genau. Irgendwann muss man die Schafe mal so ein bisschen verfrachten. Genau, so dass ein bisschen. Dass man sie hört, so. Aber nicht so laut so, halt. Achso, einmal gucken. Einfach, normal, friedlich, schwer. Einfach war richtig. Richtig. So, und jetzt Kompass dabei und jetzt können wir auch los. Genau. Jetzt wie steht die Sonne? Ja, die geht die gleich. Die Sonne runter. Scheint in deinen Rücken. Haben wir Fackeln? Oh, achso, die kann ich auch so machen. Genau, mach mal ein paar Fackeln. Holz haben wir auch dabei. Ja, das super. Wird schon reichen bis die nächsten drei Schritte. So. Schmeiß ich vor Freude direkt die Kohle und die Stickies weg. Ja, und da wir immer noch keine... Entschuldigung, ich muss jetzt... Ich versuche mein Lachen zu unterdrücken. Warum musst du lachen? Was mir schwerlich gelingt. Also haben wir immer noch keine... wie heißt das nochmal? Playlist haben... singe ich jetzt ein Reiselied? Wer? Das Wandern ist das Lust. Ah ne, du bist ja der Bäcker. Ja. So, einmal. Weil ich hatte jetzt. Wohin, Tarzan? Ich wollte eigentlich. Oh oh. Lalalala. Ich wollte eigentlich ausschauen nach einer Katze so halten. Ja, ich hab mal gehört. Oh, Mann, Mann. Autsch. Von einem mäßig erfolgreichen Let's Player, der auch Minecraft spielt. Ja. Schöne Grüße nach Köln. Er meinte irgendwie, wenn ich irgendwann mal da sein sollte und er trifft mich, dann erschlägt er mich mit dem Dom. Mit dem Dom? Nee, warte doch mal. Er sagte, komm mal, geh mal zurück zum See. In einer Folge, ich habe die zufällig so vorbeigehen aus der Diele geguckt, die Katzen werden... die sind ja Luchse, oder? Ne, was sind das denn für Viecher? Katzen. Ja, aber vorher, bevor man die tamed, bevor man die zähmt. Irgendwelche Wildkatzen. Oh, mir wird so schwindelig. Ja. Nein, die werden in der Nähe der Gewässer. Ach so, ja, dann laufe ich hier mal blöd rum. Hab ich ja das ist auch Gewässer. So. Da ist auch Gewässer, genau. So. Der LPY kann nämlich kein Gewässer trüben. Jetzt wird es schon dunkel. Oh, ich hab jetzt schon Angst, wenn die ersten Creeper kommen. Ja, aber hier, was soll denn hier schon kommen? Weiß ich nicht. Was ist, wenn wir sterben? Ja, dann respawnen wir. Oh, hab ich das Eisen dabei? Nein. Wir werden sterben. Elendig verrecken. Ja. Auf jeden Fall, weiß ich schon. Ja. Das war jetzt nicht so schlau, dass wir es mitgenommen haben. Autsch. Oh. Stopp, was ist das? Ah, fängt jetzt schon an. Ja, schlag fängt du. Jetzt schon an, fängt jetzt schon an. Lass mich doch ran, du dummes Vieh. Wolltest du den, so. Wolltest du den Skelettmann weg. Mit dem Kompass erschlagen? Das sind doch Katzen. Yeah.
Fisch. So, hinterher. Hä, wo sind die hin? Ach, ja, da. Die warten nicht auf dich. Oh, nee, leck. Und jetzt wieder bitte die Waffe. Wo ist sie da? Ja, da immer auf Nummer 1. Oh, zwei Creeper. So, jetzt würde ich vielleicht mich etwas verziehen und... Ah, den Knochen würde ich mitnehmen. Ja, warte, ich... Mich verziehen und etwas fressen. Okay, wunderbar. Jetzt vielleicht so ein bisschen warten. Ah, bissel. Bissel. Irgendwie habe ich den Kaugummi heute gar nicht unter Kontrolle. Ja. Glas hast du auch mitgenommen, das ist schön. Hä, warum kann ich ihn jetzt nicht einsammeln? Knochen? Ja, geh nochmal da runter. Ja, so. Die Katzen, wo sind die hin? Die sind da, das eine. Ja, dann geh doch mit dem gezückten Fisch, den Fisch im Anschlag. Da muss ich jetzt erstmal wieder umkehren, das ist ja interessant. Hoffentlich hat er die Katze nicht mit in den Tod gerissen. Oh! Oh, Kacke. Ja, die Ausläufer der Explosion haben dich erwischt. Oh! Das ist ein wunderschönes Tal hier. The Valley of Death. Finde ich auch. Ach, du bist es ja noch. Ah! Kacke. Guck mal, der Creeper, der hat sich hinter dem Zombie-Mann versteckt. die Fackeln hier, kennst du die noch? Die habe ich da vor ein paar Sekunden hingestellt. Ich dachte, also... Ach nee, wir haben ja noch nicht gespawnt. Wo bin ich denn? Hast du die jetzt vor Schreck fallen gelassen, oder was? Das ist ein Slimy. Nee. Nee, lass doch den... Ja, wenn du den unbedingt haben willst. Sieht man die Katzen denn noch? Das ist ein Creeper und ein Slimy noch. Und ein Creeper. Ja, Hauptsache, du fällst nicht in dieses Loch rein. Ich höre, das ist hier alles viel zu spannend. Oh, noch einer. Die Zombies, die können ja nicht gefährlich werden. Nee, wird alles gefährlich. Oh, Mann. Scheiße. Was ist das denn da? Das ist ein Slimy. Ja, wenn du den auch noch, der soll absaugen. Involvieren möchtest. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Da ist noch ein Huhn. Vielleicht hat das ja, Komm da. Woher kommen die denn? Creeper ändert den Wasserlauf. Kommt? Ja. Du sollst jetzt explodieren. Nee. Der muss doch nicht explodieren. Den kriegst du ja auch so. So. Ja, wunderbar. Oh, ein Enderman. Nicht in die Augen gucken. Nur auf die Schuhe. Aber Angst habe ich nicht. Ja, eine Enderperle. Zumindest das letzte, bevor ich auf der Welt Angst habe, ein Enderman. Da gibt's weitaus schlimmere Sachen. Ach du Scheiße! Wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Oh nein! Moment, lass uns kurz innehalten. Lieber ja. Y. Warst du nicht gerade voll? Ja. Ja, und dann? Was ist geschehen? Weiß ich nicht. Hat sich der Enderman so ein bisschen so hart drangenommen? Oh, scheiße. Oh, nee, ich hab keinen Bock mehr. Wie viel Eisen mehr. Hattest du mit? 36 oder 51 oder 8, viel zu viel. Ja, dann mach doch mal wiederbeleben und, geh mal direkt dahin, nicht schlafen. Aufstehen, ist das Material ist weg. Nö. Doch? Oh. Weil du hast zwar nur eine begrenzte Zeit. Ja, aber jetzt wird es wahrscheinlich weg sein. Versuch mal dahin zu kommen. Die Spinne lass sausen. Ja, ich komme da nicht vorbei. So, kommst du. Wenn du immer in die reinbringst. So. Versuch mal dahin zu kommen, ob du jetzt nochmal stirbst. Das ist egal. Ja, da hast du auch recht. Ich brauche nur eins. Wie lange hast du jetzt geschlafen? Kann man jetzt gar nicht wissen. Nee, komm. Also, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Versuch mal einen Bogen zu machen um die Monster. Ja. Also früher war das so, das ist nicht so lange her. Vielleicht kannst du ja unterwegs so ein Ding fressen, im Gehen. Was fressen? Brot. Ach, hast du ja gar nichts. Ich werde sterben. Ja, ist doch egal. So, jetzt such mal die Sachen zusammen. Ach, hier sind die ja schon. Nee, die sind weg. Ja, weil du geschlafen hast. Oh, da. Sind alle. Also gut. Früher war es so, da hatte man nur 10 Minuten Zeit oder so, um die Sachen aufzufüllen. Ja, okay. Scheiß auf der. Eine Schwert wiederbeleben. Jawohl. Okay, jetzt weg doch mal los. Oh Mann, oh Mann. Ach so, wir müssten. Nee, doch nicht.
versuche einfach auszuweichen. Ja, ich will nur nicht, dass sie mich... Springen treffen. Kannst du mal zwischendurch. Oh, super. Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, tröstlich ist ja, dass die Entfernung nicht so groß ist. Ja. Die Spannung. So, wenn du gleich die Sachen zusammen haben solltest, Hauptsache du hast das Eisen. Alles andere ist unwichtig, mehr oder weniger. Kompass vor allem. Ja, ich bin gerade auf... Ach, ja, der Kompass. Ich hau erstmal ab. Jetzt ist Wasser. Ganz weit rausschwimmen. Ja. Oh nee, jetzt liegen die ganzen Sachen im Wasser. Okay, deswegen machen wir jetzt erstmal ein kleines Bräuchchen. Okay, das machen wir. Aber nicht deswegen, einfach nur so. Tschüss. Tschüss.